Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Minecraft Single Let's Plays. Letzte Folge hat damit geendet, dass wir unsere kleine Bude hier gebaut haben. Mein Gott, ich höre ein Skelett. Ich frage mich nicht, wo das ist. Schon wieder dieses Abendmahl, ich muss mir das abgewöhnen. Ach du Scheiße. Na, Freunde? Wollt ihr auf eine Fresse? Und doch her. Ich wollte dieses Mal in meinem Video mal über ein Thema reden, was ich mir rausgesucht habe. Scheiße, ich habe keine Axt mehr. Und zwar geht es bei diesem Thema um den Bischof von Limburg, den wahrscheinlich viele von euch kennen oder schon von ihm gehört haben. Aber kennen wir den nicht, ich kenne ihn auch nicht. Aber was interessanter ist und warum ich darüber reden will, ist, ich selbst komme aus der Nähe von Limburg und war auch schon da an diesem berühmt-berüchtigten Bischofssitz und ja, wollte euch einfach mal ein bisschen so meine Eindrücke erzählen, darüber was erzählen, was ich dazu denke, euch fragen, was ihr davon haltet, was mich sehr, sehr interessiert, weil ja, ich gerne mal eure Meinung zu dem Thema haben, hören möchte. Und ja, ich würde sagen, mache ich keine Sticks. Dann fangen wir doch direkt mal an. Als erstes wollte ich mal darüber reden, die Kosten für diesen extremen, ja, das kann man nicht mehr Haus nennen, für diese extrem riesige Residenz, sind ja, wie durch alle Medien ging, einfach durch die Decke explodiert, einfach nur. Und ja, das ist also, ich habe dieses Gebäude ja gesehen. Ich war in Limburg und habe mir, hey, mein Freund, au, 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 bring mich nicht um, du Arschloch. Und habe mir das Gebäude mal angeguckt und das ist sowas von wahnsinnig groß. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, man sieht zwar oft diese Bilder auf allen möglichen, was weiß ich, auf allen möglichen Plattformen, und ich brauche mal erstmal eine Schaufel bauen. Und in den Medien tagtäglich fast, oder in letzter Zeit ja Gott sei Dank nicht mehr so. Ich weiß, das Thema ist auch schon ziemlich ausgelutscht. Aber ja, ich wollte einfach mal meine Meinung dazu kundgeben. Und ja, also ich finde, das ist viel zu übertrieben. Das ist einfach was, was nicht zur Kirche gehört. Die Kirche, wow, danke schön, Geräusch. Die Kirche lehrt uns alle, also die Kirchengänger, ich sag mal, sage ich es einfach mal so, ich gehe selber eigentlich nicht in die Kirche, lehrt uns immer, ja, ihr müsst, was weiß ich, Buße tun und total bescheiden sein und so ein Kram. Was ist das? Alles. Das habe ich noch nie gehört, ist das neu? Was kann man damit machen? Keine Ahnung. Ist ja jetzt erstmal egal. Genau, worum ich denke. Ich finde das sehr falsch. Ich finde das sehr verlogen. Und ich fühle mich auch von der Kirche da ein bisschen hintergangen. Ich gehe zwar selber praktisch nie in die Kirche, außer an Weihnachten. Ich habe da auch gar nicht so einen Draht zu. Und ja, deswegen, also, oh, ja, mein Baum ist gewachsen. Deswegen finde ich das auch, ich meine, es betrifft uns alle, weil sowas macht man nicht. Man sagt nicht zu seinen Leuten, ja, wo soll ich das Zeug weggeworfen, ihr müsst alle bescheiden sein und ihr dürft es nicht und so ein Kram. Und dann baut sich da der Bischof von Elz, der Bischof Theberts von Elz aus Limburg, baut sich da eine Residenz für 31 Millionen, oder
mittlerweile glaube ich sogar 33 Millionen Euro. Und das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Das verletzt das Vertrauen von den Kirchengängern. Und es ist einfach nur verlogen und hinterhältig, wie ich finde. Eure Meinung dazu würde mich sehr brennend interessieren. Also ab damit in die Comments. Ihr wisst, wo die sind. Und dann. Genau, dann ist natürlich die nächste Frage, dieses Thema natürlich auch betreffend. Woher kommt denn das ganze Geld? Kommt das von, ja, Wohlhabern der Kirche? Kommt das von Spenden? Was ja auch teilweise in Diskussion war, ob das jetzt aus Spenden kommt, ob er das aus seinem eigenen Vermögen, wo auch immer er das herhaben will, bezahlt hat, ob, ja, wo auch immer das herkommen sollte. Mein Eindruck dazu ist, ich denke, es kommt aus der Kirchensteuer, ich denke, das kommt aus den Kollekten, die eingesammelt werden, ich denke, das kommt von den Menschen, die in die Kirche gehen, ich denke, das hat nichts mit der Kirche selber zu tun, ich sollte echt was essen, ich muss auf jeden Fall einen Ofen bauen, ich denke, das hat nichts mit den Leuten zu tun, die in der Kirche irgendeine höhere Funktion haben oder die Wohlhaber der Kirche sind, die der Kirche was spenden. Ich denke, dieses Geld kommt alleine und ausschließlich von den Leuten, die Kirchensteuer bezahlen, von den Leuten, die die Kollekte, zur Kollekte was dazugeben in der Kirche. Ich denke, daher kommt das Geld und nicht aus irgendwelchen, was weiß ich, Projekten, wie auch immer man das nennen will, Dingern, die die Kirche da irgendwann mal abgezogen hat oder wie auch immer. Ich will jetzt die Kirche gar nicht schlecht machen. Ich will niemanden jetzt irgendwie, ich versuche niemanden zu beleidigen. Es tut mir leid, wenn ihr das, wenn ihr gerne in die Kirche geht und findet das alles super, dann ist es auch total okay für mich. Ich habe damit kein Problem. Das ist nur meine Meinung. Ich will damit niemanden irgendwie angreifen oder was weiß ich. Was sagt ihr dazu? Was denkt ihr, wo kommt das Geld her? Kommt es einfach von Gott aus dem Himmel gefallen? Oder denkt ihr, ja, das könnte schon sein, dass das wirklich aus von den Leuten kommt, die versuchen, ehrlich zu sein, in die Kirche zu gehen, die jeden Sonntag beten und ja, dann so hinterrücks quasi, ich sag mal, enttäuscht werden. Ja, was denkt ihr dazu? Jetzt gibt es noch einen Punkt, den ich ansprechen würde gerne dazu. Und zwar sind das die Folgen für Limburg. Kann man sagen, das hat negative... Bin ich behindert? Kann man sagen, es hat negative Auswirkungen? Kann man sagen, es hat positive Auswirkungen? Ist eine schwierige Sache. Ich würde sagen, es hat so und so. Also... ich würde sagen, da muss man differenzieren. Auf der einen Seite hat es natürlich irgendwo positive Folgen. Was ist, ja, das kann man, das ist schwer zu sagen. Das kann man eigentlich so nicht mal sagen. Es sind ja keine positiven Folgen in dem Sinn. Es ist mehr so... Es ist mehr, ja, das, was daraus entstanden ist. Und, ja gut, was ist daraus entstanden? Oh, gut, ein Apfel. Kann man sagen, ja, das ist total schlecht, weil Limburg verliert Ansehen und wird nur noch als Millionärsstadt oder sonst irgendwas dargestellt. Ja, so, also kriegt Limburg deshalb einen schlechten Ruf? Oder kann man sagen, ja, aber jetzt wird ja dauerhaft nur von Limburg erzählt und vom Bischof und von dem, was der da so macht, und kann man sagen, das zieht Touristen eventuell sogar an. Meine Meinung dazu ist, kann man auch wieder differenziert sehen. Ich finde es interessant auf der einen Seite. Was könnte man da so ein bisschen machen? Eine Mütze? Mütze und nix. Ich finde es... ja, Ledermütze. Ich finde es auf jeden Fall auf der einen Seite gut,
weil Limburg dadurch, wie schon gesagt, Ansehen bekommt, beziehungsweise nicht Ansehen, eher Aufmerksamkeit. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, Limburg wird als schlecht dargestellt, weil jeder sagt, ja, das ist total scheiße und guck mal, die sind bestimmt alle da so. In so eine Schublade wird man ja dann direkt reingesteckt. Das ist sehr, sehr schwierig. Es gab wirklich, das ist jetzt nicht gelogen, ich war einen Tag in Limburg, und es gab da wirklich, ich sag, ohne Scheiß, Touristenaufläufe. Es waren Busse voll mit Touristen, wurden nach Limburg reingekarrt, wirklich, kann man nicht anders sagen. Die alle nur den Bischof. Wieso habe ich mir so ein riesiges Haus gebaut? Bin ich behindert? Kann man wirklich nicht anders sagen. Die alle den Bischof sehen wollten, beziehungsweise der Bischof war ja nicht da, sondern halt sein Haus sich angucken wollten. Und das war. Ich kam mir vor, als wäre ich, was weiß ich, in Berlin und es wäre gerade irgendeine, was weiß ich, irgendeine riesige Preisverleihung. Also das war echt unglaublich. Wir hatten, also ich sag schon, wir, Limburg hatte da Fernsehteams vom ersten, vom NDR, das war unglaublich. Der Domplatz oben in Limburg, wo der Dom ist, ist die Residenz ist direkt gegenüber des Doms. Das war aber ein lautes Geräusch. Oh, hallo Zombie. Boah. Boah, ich muss gerade die Settings runterstellen, das ist ja viel zu laut. Genau, auf jeden Fall, alter Mensch, verrückt. Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall, das war wirklich unglaublich. Es standen auf diesem Domplatz, der ist, ich sag mal ja, vielleicht zwei Fußballfelder groß, standen wirklich Hunderte von Leuten mit Kameras. Es waren bestimmt teilweise 20, 30 Fernsehteams da, von HR über das erste, ZDF, Pro7. Es war wirklich alles da. Und, oh fuck. Das war. Ah! Nein! Nein, Zombie! Das war, sehr interessant, das mal so zu sehen, weil, ja, das bekommt man ja sonst so. XP. Sonst so nie mit, das, ich meine, man sieht es zwar im Fernsehen, okay, aber man bekommt das nie mit und das war wirklich mal interessant, das mal so, ich sag mal, hautnah zu erleben. Da könnte man gerade so eine, ja, Treppe hochbauen, ich muss bestimmt auch öfter hoch. Und das war auf jeden Fall sehr interessant, aber auch komisch, also es war ein komisches Gefühl, weil man weiß, so die eigene, es ist, also Limburg ist bei uns die nächstgrößere Stadt, steht so total im Rampenlicht. Es war auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite war es mir sehr unangenehm. Weil, erstens war es nicht wegen was, ich sag mal, Lobreichem. Weil man ist lieber in der Zeitung oder in den Medien wegen irgendwas Tollem, weil, was weiß ich, Limburg so eine tolle Kulturstadt ist, wie auch immer. Ist es auch wirklich, also Limburg ist eine tolle Stadt, ist eine super tolle Altstadt. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, Limburg bekommt Aufmerksamkeit deswegen? Weil der Bischof so, ja, protzig ist? Und, was haltet ihr davon? Kann man sagen, ja, Limburg ist jetzt, hat dafür dadurch einen Touristenboom bekommen. Die Wirtschaft von Limburg wurde angekurbelt. Kann man sowas sagen oder sagt ihr, nee, ich würde eher sagen, dadurch ging das Ansehen von Limburg, hat es sehr zerstört, weil Limburg jetzt als Protzstadt dargestellt wird. Das sind halt die zwei Kehrseiten der Medaille. Ja, was halt wichtig dazu ist zu wissen, alle Limburger, auch alle, die ja, außenrum um Limburg wohnen, die Gemeinden, alles was zu Limburg gehört, war sehr, sehr schockiert darüber, dass sowas halt, ich sag mal, bei ihrem Limburg und bei ihrem Bischof, dass der sowas macht, das hätten die ja nie gedacht. Und
es war auch wirklich total unangekündigt. Also ich glaube, jeder, der hier irgendwo wohnt, hat es auch als erstes durch die Medien erfahren. Und ja, also das war schon auf jeden Fall, ich sag mal, eine Botschaft, die ja irgendwo falsch klang. Also es war gerade Fackeln aufhängen, sonst ist es hier so stockfinster. Und ja, auf jeden Fall, es war nicht so, dass es jetzt jeder wusste. Es war mehr so auch ein Schock für alle, die halt ja hier wohnen und die mit dem Bistum Limburg in irgendeiner Weise was am Hut haben. Es ist halt sehr schwierig für das Bistum Limburg jetzt, weil die können ja im Prinzip nichts dafür. Und am, ich glaube, ersten oder zweiten Tag, ich glaube, die ersten beiden Tage, das ist eine Hexe. Moment, der legt mich lieber nicht an. Gab's, ich meine, drei, bis zu 300 Leute, die ausgetreten sind aus der Kirche an einem Tag. Bzw. an über 2 Tage, glaube ich. Und das finde ich schon, ist echt heftig. Und das sind auch echt Zahlen, die einen alarmieren sollten als Bistum Limburg. Und ich finde auch, da sollte man dann so schnell wie es geht reagieren, weil man will ja seine Kirchengänger nicht verlieren. Die verdienen ja auch irgendwo ihr Geld an der Kirchensteuer. Ob das Geld jetzt halt eben dafür ausgegeben wird, dass, keine Ahnung, Projekte für Kinder in Afrika in Not oder generell irgendwelche kirchlichen Projekte ausgegeben wird oder eben für solche Sachen, das ist halt die Frage, die sich alle. Aua! Ja, wahrscheinlich von hier unten, oder? Ja. Die sich alle Leute gestellt haben. Ich wollte einfach mal, das ist mir egal. Und deswegen sind meiner Meinung nach, also denke ich, auch so viele ausgetreten aus der Kirche einfach. Weil sie einfach sich, ja, sie hat einfach kein Vertrauen mehr in die Kirche. Und die Kirche ist eigentlich so eine Instanz, in die man Vertrauen haben sollte und der man auch Vertrauen kann normalerweise oder können sollte, wie man das jetzt in dem Fall nennen muss, leider, leider nennen muss. Und nein, ich will kein Steak hier drauflegen. Ja, was sagt ihr dazu? Findet ihr, dass es okay, dass die Kirche sich da sowas erlaubt oder sagt ihr, nein, das geht gar nicht? Die Kirche hat bescheiden zu sein und ja, hat sich davon zu differenzieren. Ja, das war im Prinzip das große Thema, was ich mal ansprechen wollte. Witzig war jetzt natürlich über ganz Karneval sag ich, über ganz Fasching wurde halt jetzt natürlich total der Bischof von Limburg zum, ich sag mal, zum Affen gemacht. Es wird in Mainz und in Köln und überall, wo, aua, das war nicht so schlau. Säge nie an dem Ast, auf dem du drauf sitzt. Oder so. Laut das alte Sprichwort, was meine Opa mir immer erzählt hatte. Mein hatte nicht, aber irgendwie sowas. Wo war ich denn? Ja, genau. Fasching. Und das ist natürlich, finde ich auch lustig, das ist, ich finde, das hat er auch verdient, dass er da jetzt so ein bisschen, ich sag mal, nicht unbedingt ausgezählt wird, aber dass er jetzt so, ich sag mal, einen auf den Deckel bekommt. Und ja, das ist halt, das ist sehr witzig, finde ich. Das ist, es gab schon wirklich Themen, die an Karneval dargestellt wurden, die fand ich nicht so witzig. Ich weiß jetzt kein genaues Beispiel, aber es gab auf jeden Fall schon Themen, wo ich dachte, oh, das ist aber gefährlich, das jetzt so zu sagen, beziehungsweise darzustellen auf irgendwelchen Wagen. Und, oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch. Oh, das ist ja mal blöd. Deswegen, das finde ich, es ist okay. Das ist ganz lustig. Ich glaube, hier ziehe ich.
Ja, jetzt ziehe ich auf die Decke rein. Ja, was haltet ihr davon? Oh, scheiße, ich überziehe gerade dermaßen. Ich habe eigentlich gedacht, diese Folge mache ich für so eine Viertelstunde. Jetzt habe ich fast 20 Minuten gemacht. Die Themen, die ich angesprochen habe, was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ihr hört wahrscheinlich im ganzen Video jetzt. Ich habe Musik drunter gelegt. Letztes Mal fand ich es ein bisschen zu leise. Genau, falls euch gefällt, was ich mache, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.